Somit wünsche ich einen schönen guten Abend hier bei Trading am Sonntag, unserer Wochenvorschau heute am Sonntag, dem 26. Mai 2024. Ja, es wird wieder eine interessante Woche vielleicht deshalb werden, weil das jetzt hier ist jetzt die letzte Woche im Mai. Das heißt, wir haben auch ein Monatsende, das auch vielleicht mit zu berücksichtigen. Aber da schauen wir uns gleich an, in aller Ruhe, sofort die Risikohinweise bitte zu berücksichtigen, die jetzt gerade eingeblendet sind und natürlich auch die Offenlegung. Und wir wollen gleich wieder, wie jedes Mal, in den Kalender gehen, gleich als allererstes, weil der ist recht voll eigentlich und hat ein paar kleine Highlights auch in dieser Woche drin. Starten wir erstmal mit morgen Montag, da ist erstmal kein Highlight, nichts Großartiges im Kalender, was jetzt erwähnenswert wäre. Dann gehen wir gleich weiter in den Dienstag, den 28.05. Da ist ein bisschen mehr, da haben wir vormittags diesen Großhandelspreise aus Deutschland, auch so ein bisschen aus der ganzen Inflationskiste. Die Sache kann vielleicht die europäischen Märkte ein bisschen beeinflussen, aber ansonsten auch am Dienstag eigentlich nichts. Das heißt, auch Montag und Dienstag ist jetzt vielleicht auch der Zeitraum in der Woche, wo man sich vielleicht auch ein bisschen zurückziehen kann vom Trading. Und ich werde es wohl auch wieder so tun, einfach Pending Order setzen Anfang der Woche und auf so Key Levels. Und wenn die kommen und angetradet werden, dann gehe ich gerne rein. Ansonsten nicht, weil es wird wohl erst richtig dann losgehen, einen Tag später am Mittwoch. Und da sehen wir erstmal, haben wir in der Nacht ein bisschen oder am frühen Morgen ein bisschen was aus Japan, wo vielleicht auch der Yen wieder ein bisschen beeinflusst sein könnte. Das muss man unbedingt berücksichtigen, weil die Yen-Paare laufen ja durchaus interessant weiterhin. Und dann kriegen wir die deutschen Verbraucherpreise noch um 14 Uhr am Mittwoch. Kann vielleicht auch interessant sein, natürlich wie ein großes europäisches Land, verständlicherweise. Interessanter wird es dann allerdings auch noch später in der Woche, und zwar am Donnerstag. Jetzt nichts Großes in der Nacht, erstmal in Donnerstag hinein. Vielleicht auch da die Schweizer Bruttoinlandsprodukt, also Schweizer Daten, schaue ich jetzt auch ein bisschen verstärkt an, weil jetzt einerseits vom Euro-CHF ein interessantes Setup kommen könnte und auf der anderen Seite ich jetzt ja auch die letzte Zeit, gerade wenn es um den Dollar gegangen ist, sehr stark immer auf den US-Dollar-CHF geschaut habe. Also interessiert mich aktuell der Schweizer Franken und somit Schweizer Wirtschaftsdaten etwas mehr. Dann haben wir die Arbeitsmarktdaten aus der Eurozone um 11 Uhr am Donnerstag und dann haben wir das Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag um 14.30 Uhr aus den USA. Also das auch jetzt mal ein bisschen was Wichtigeres jetzt mal auch aus US-Sicht. Also wir sehen, bis dahin in der Woche war aus den USA eigentlich noch nichts Großartiges. Da geht es erst wirklich in der zweiten Wochenhälfte richtig los. Mit Daten schwebende Hausverkäufe haben wir dann noch diese Ölbestände, sollten wir berücksichtigen, ein paar Reden aus der Fed. Also da wird es eh am Donnerstag interessant. Und dann kommt eben auch noch der Fakt, dann ist der Freitag der letzte Handelstag, der 31.05., der letzte Handelstag im Mai. Und das führt eben auch dazu, dass da vielleicht auch ein paar so strategische Bewegungen möglich sind, Gewinnmitnahmen und dergleichen. Also das auch bitte noch zu berücksichtigen. Und dann haben wir auch noch hier Arbeitslosenquote aus Japan in der Nacht hinein. Dann haben wir noch ein bisschen was aus China hier, Einkaufsmanager-Index, auch vielleicht ein bisschen lebhafter dann die asiatischen Märkte. Und vormittags ein bisschen was aus, aus Bruttoinlandsproduktdaten aus einigen europäischen Staaten, aber das Highlight dann vor allem die Inflationszahlen aus der Eurozone, natürlich auch jetzt im Hinblick auf künftige Fed- oder EZB-Entscheidung, Fed-Entscheidung natürlich auch, weil das hängt alles ein bisschen zusammen, aber natürlich jetzt gerade auch, wir wissen ja, bei die Inflationsrate aktuell ganz wichtig, natürlich auch bei geldpolitischen Entscheidungen. Und deshalb hier, da könnte ein bisschen Bewegung vor dem Wochenende, vor dem Monatsschluss vielleicht dann tatsächlich in diesem Zusammenhang noch passieren. Also das auf den Kalender schreiben. Ich werde auch wahrscheinlich Wall Street Heartbeat dann am Freitag schon vormittags machen, also kurz nach 11 Uhr, weil wir uns vielleicht direkt auch dann diese Reaktionen anschauen. Später an diesem Tag haben wir ein bisschen was noch aus Amerika ebenfalls, und zwar einerseits aus Kanada das Bruttoinlandsprodukt um 14.30 Uhr und ebenfalls um 14.30 Uhr hier die Konsumausgaben, persönliche Einkommen aus den USA. Also auch da vor allem Kanada natürlich noch ein bisschen was am Bewegen da ist. Aber natürlich sowas Großes jetzt wie eine Leitzinsentscheidung oder eine NFP haben wir nicht in dieser Woche. Aber eins ist auch klar, in der Woche danach, dann ist ja wieder die erste Woche im Juni, da wird es natürlich dann auch wieder die NFP Woche geben. Also das heißt, da wird es dann auch im Kalender wieder etwas spannender. Und ja, Spannung könnten wir gebrauchen in einigen Werten und in anderen Werten haben wir sie auch zur Genüge und fangen wir deswegen auch an jetzt mit dem Euro-USD. Da könnten wir es definitiv gebrauchen. Also wieder so die erste Analyse, einfach mal zu schauen, wie geht es eigentlich dem wichtigsten Währungspaar auf diesem Erdball. Und da ist es einfach so, die letzte Wochenkerze, wenn wir uns jetzt mal anschauen, ist eigentlich nichtssagend mal wieder. Das ist aber vielleicht jetzt deshalb auch interessant, weil gerade die letzte davor, diese grüne Ausbruchskerze nach oben, das hat ein bisschen gewirkt. Vielleicht könnte er jetzt höher kommen, aber wir sehen weiterhin, gerade jetzt auch anhand dieser jetzt vergehenden Kerze hier, es ist eigentlich weiterhin eine schöne Bestätigung dafür, dass wir hier total im Seitwärtstrend sind und es keinen Sinn macht, irgendwas zu traden im Euro-USD, weil wenn wir das jetzt runterbrechen auf kleinere Timeframes, es war ja so, dass wir erinnern uns an diese eine NFP-Kerze, wo wir so ewig lang drin waren, dann kam endlich der Ausbruch, dann gab es vielleicht mal so eine Möglichkeit, so ein kleines Stückchen mitzunehmen. Dann ging es alles wieder zurück.
Gut, jetzt könnte man sagen, Retest vielleicht in irgendeiner Form, der hier stattfindet und dann geht es weiter nach oben. Könnte man natürlich, wenn man jetzt unbedingt hier ein Setup sehen möchte, könnte man einen sehen. Aber wenn ich mir dann den Wochenchart wieder anschaue und den Monatschart mir wieder anschaue, diese Seitwärtskatastrophe, ja, da habe ich irgendwie nicht so Lust darin zu handeln. Und das Schöne ist ja auch, dass wir es gar nicht müssen, weil natürlich auch andere Währungspaare noch existieren. Und zwar gehen wir mal eins weiter noch ganz kurz zum Britischen Pfund USD vorher, der ist ähnlich. Also gerade diese Crosses mit dem Dollar hinten aktuell nicht ganz so interessant, finde ich. Auch andere wie der Aussie oder der Kiwi. Also der AUD USD und der NZD USD. Heute ein bisschen Probleme mit der Sprache, finde ich. Da muss ich ein bisschen mehr konzentrieren. Ein bisschen kalt hier auch im Keller, aber machen wir weiter. Und also die sind momentan einfach nicht so interessant, weil sie alle in diesem Seitwärtsmarkt unterwegs sind. Und gleichzeitig natürlich auf der anderen Seite ist es aber gerade deswegen jetzt interessant, diese ganzen anderen Crosses zu sehen, wie die Yen-Bare. Aber das Einzige, und dabei bleibe ich jetzt auch, was mir eigentlich gefällt nach wie vor an Dollarbahn, ist der US-Dollar-CHF und der US-Dollar-Japanisch-Yen. Verständlicherweise, weil da auch die interessantesten Bewegungen drin waren. Weil gerade der Schweizer Franken und auch der japanische Yen so als Einzelwährung momentan recht interessant sind. Und das ist vielleicht auch deshalb, ich hüpfe mal ganz kurz rüber zum Out-CHF. Vielleicht auch interessant in dieser Hinsicht, dass wir ja hier auch jetzt seit einigen Wochen wieder auf einem gewissen Aufwärtstrend unterwegs sind und uns jetzt diesen Widerständen hier nähern. Wir haben das schon vor einiger Zeit mal hier eingezeichnet. Das hätte aber so nicht ganz zustande gekommen. Aber jetzt auch gerade, weil wir in die letzte Woche in diesen Monat gehen. Die Monatskerze ist ja schon um die Ecke und das wirkt jetzt auch so, dass wir zumindest hier rankommen könnten. Der Ausbruch wird wahrscheinlich jetzt mit dieser Monatskerze nicht mehr gelingen hier an dieser Stelle. Aber auf jeden Fall, hier könnte es ja spannend werden und diese leichten, doch deutlicheren Bewegungen, die wir hier gesehen haben, das wirkt sich einfach natürlich auch auf den US-Dollar-CHF dann aus. Und auf der anderen Seite beim US-Dollar-Yen, ich komme gleich zum Dollar-Schweizer-Franken zurück. Auch da wissen wir, da war natürlich Trend drin. Der Yen hat auf seine eigene Art und Weise eine Abwärtsdynamik, in diesem Fall Aufwärtsdynamik für die Yen-Barre gehabt. Und wir sehen auch Euro-Yen überall, wo wir schauen, da sind die Bewegungen. Und das heißt einfach so, somit, wenn man jetzt irgendwas tradet, dann nicht unbedingt Euro, US-Dollar, Australisch-Dollar, US-Dollar und solche Geschichten, sondern eher gegen den Schweizer Franken und den Yen. Und dort sind die Sachen, US-Dollar hat so nebenbei bemerkt, auch, gleiche Geschichte, komplett seitwärts. An der Stelle jetzt auch längerfristig eben ähnlich wie beim Euro-USD, da sieht man aktuell keine Bewegungen. Also fokussieren wir uns mal auf die, wo es interessant sein könnte. Beim US-Dollar-CHF fangen wir damit an. Erstmal die Sache, natürlich auch da sind wir jetzt aktuell seitwärts, aber zumindest sind die Kanten von dieser Seitwärtsphase ganz gut zu sehen. Zum einen haben wir ja das ja schön bestätigt bekommen vor einigen Wochen noch, als wir da unten waren, an diesem Support versucht haben auszubrechen, es nicht gelang, aber abgeprallt sind, was auch diesen Bereich nochmal wunderschön bestätigt hat. Also das heißt weiterhin für den Fall der Fälle, dass jetzt der US-Dollar doch schwächer werden sollte und auch US-Dollar-CHF dann nach unten käme, dann wäre natürlich ein Ausbruch unterhalb der 0,90 sehr interessant zu traden. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was morgen passieren wird, natürlich verständlicherweise, sondern eher etwas, was natürlich dann eher vielleicht in Zukunft was sein könnte, aber trotzdem so nebenbei einfach gedacht, wenn man das so ein bisschen für sich möchte, wenn man irgendwo Shortpläne für den Dollar hegt, dann vielleicht einfach mal diese Markierung einzeichnen. Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Ich sehe hier gerade, dass Leute keinen Ton haben. Bin ich, sind das Einzelfälle oder hören mich die anderen schon? Ich check's lieber. Einmal kurz, ja. Okay. Wisst ihr, wie das ist, wenn ihr reinkommt und ihr habt keinen Ton und er schreibt, ihr habt keinen Ton, aber irgendwie geht das Webinar ganz normal weiter, als hätte jeder andere Ton, dann liegt es möglicherweise an euch. Erstmal Boxen immer checken und dann immer auch einfach zusammen, Erfahrungen haben immer gemacht, einfach mal kurz raus aus dem Zoom wieder rein, dann geht es meistens wieder. Kommt selten mal vor, dass dieser Bug auf der anderen Seite passiert. Manchmal passiert es auch, dass bei mir kein Ton ist und dann hört keiner was. Hatten wir auch schon. Gut, also in diesem Fall machen wir gleich weiter. Und jetzt hier, also das heißt, das ist für mich der Shortplan eher. Wenn es um Longpläne geht, natürlich, ich muss ja nicht immer in jedem Währungspaar einen Long und einen Shortplan haben. Ihr wisst ja, wie das bei mir so ist. Ich habe immer so gesagt, ja, wenn jetzt der Dollar schwach wird, dann shorte ich ihn dort und wenn er stark werden sollte, dann long ich ihn auf der anderen Seite. Und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass für mich der US-Dollar-CHF eher der Kandidat für den Dollar-Short wäre. Das nicht heißt, dass er runtergehen muss. Nur für den Fall, dass er runtergeht, dann werde ich mir die Zone bei 0,90 anschauen. In der Zwischenzeit hätte er auch im Wochenchart, wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauern sollte, der 50er noch Zeit hier aufzuholen, dann würde da so ein richtiger Cluster entstehen. Auf der Long-Seite ist er deswegen jetzt nicht ganz so interessant. Gut, einerseits vielleicht deshalb, weil er jetzt doch die letzte Zeit ja diesen Fehlausbruch aus dieser langjährigen Range hatte und jetzt langsam wieder nach oben kommt und das natürlich ein bisschen auch diesen Aufwärtsmove zeigt. Auch natürlich jetzt, wenn man berücksichtigt, auch wenn das Schweizer Franken schwächer werden sollte, hätten wir da auch ein bisschen zusätzlichen Druck nach oben natürlich. Aber rein charttechnisch gesprochen, fehlt da einfach noch was. Und zwar
Wir sehen es hier, der Bereich hier, der gefällt mir nicht ganz. Ich muss leider mit dem Zoom ein bisschen rausgehen ins hier. Also es sind hier ganz viele Hochs und ich wüsste jetzt nicht, welchen Widerstand ich hier abwarten sollte. Ich könnte höchstens den nehmen, habe ich hier zweimal. Da ist ein bisschen undeutlich die Zone, aber zumindest wenn ich mich auf diese zwei hier beziehe, das könnte so ein Bereich sein, vielleicht so bei 92,30 herum, wo ich dann Ausbruchszonen sehen könnte. Aber dadurch, dass das sehr vage nur ist, diese zwei Tests, hätte ich gern fast nochmal einen dritten. Aber vielleicht ist er ja gnädig und wenn er hochkommt, prallt er von den 92,25 nochmal kurz in irgendeiner Form eindrucksvoll ab, dann wird das nochmal bestätigt und dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch ein interessanter Kandidat für einen Dollar Long werden könnte, jenseits von 92,40. Solange wir allerdings innerhalb dieser beiden Marken drinnen sind, kann man nicht viel tun, auch wenn das 220 Pips sind. Es sind dazwischen auch so kleine Mikrounterstützungen und Widerstände. Also das könnte recht unangenehm werden, hier hin zu traden. Wenn man jetzt auf Trends schaut, das habe ich schon den US-Dollar-Yen angesprochen, der war ja eigentlich ganz gut im Aufwärtstrend, hatte dann allerdings einen leichten Rücklauf, im wahrsten Sinne des Wortes, hingenommen. Aber trotzdem muss man sagen, so auf eine gewisse Art und Weise gefällt es mir auch, weil wir haben da schon mal auch diese ganzen Projektionen hier uns rausgezeichnet. Also das haben wir jetzt hier einmal schon gemacht, so für ein mögliches nächstes Ziel. Und was jetzt interessant einfach daran war, jetzt im Nachhinein, jetzt wo wir ja doch in der letzten Woche wieder deutlich nach oben gekommen sind, also schauen wir uns mal im Wochenchart an und nehmen wir vielleicht mal das Ding ein bisschen zur Seite hier, dass wir die Kerzen schöner sehen können. Also das war dieser wirklich deutliche Aufwärtstrend. Und wir wissen auch, wenn der US-Dollar Yen oder generell die Yen-Barre, jetzt bleiben wir bei dem erzählerisch, wenn der irgendein Währungspaar auf dieser Welt darin gut war, wieder zurückzukommen, Comebacks zu feiern, dann war das definitiv die Yen-Barre. Also der war richtig gut darin. Das haben wir nämlich jetzt in den letzten Monaten und der letzten Zeit immer wieder gesehen, in allen möglichen Zeiteinheiten. Also wir können da hier anfangen, als dieser eigentliche Monster-Trend hier begonnen hat. Das waren auch immer wieder so Korrekturen, die zum Teil sehr scharf gewirkt haben und immer wieder zurückgefunden haben. Aber auch dieses große Ding hier natürlich mit der Intervention, alles zurückgekommen, auch am Weg nach oben, immer wieder diese kurzen Versenker gemacht, auch hier, wie man sieht. Und deswegen passt das ja auch irgendwie ins Bild. Also deswegen würde ich ihn, oder habe ich ihn auch deswegen erstmal nicht abgeschrieben als Trading-Möglichkeit. Auch wenn das erstmal vielleicht wehgetan hat, den so runterkommen zu sehen. Ein Stopp hatte kein Problem. Und man hatte ja auch die Möglichkeit, zuvor noch Gewinne machen. Aber jetzt sieht man halt auch, dass wir es oft hatten, auch dass wenn diese Rücksetzer gebrochen werden, nach oben wieder so ungefähr ein bis zweimal diese Distanz fahren können. Also interessiere ich mich natürlich sehr für diesen Rücksetzer und ich interessiere mich natürlich auch sehr für die, ich interessiere mich sehr für die Projektion, für ein mögliches Kurstipp bei 68,67, auch wenn es unrealistisch wirkt, aber also da unten noch rumgekauert sind, irgendwo unter 150 und plötzlich die 160 gesehen haben, ja, das war ähnlich, jetzt reden wir gerade nicht mehr von 170, sondern von 168, also unmöglich würde ich es nicht finden und da haben wir auch den Bereich, dass wir jetzt die Wochenkerze auf jeden Fall, jetzt gehen wir wirklich mal in den Wochenchart sehen, auch wie sie rausgekommen ist. Weil das war dieser Einsturz, dann war so diese Stabilisierungswoche. In der letzten Woche hat uns der Chart nicht wirklich eine Antwort geliefert, wo er hin möchte, aber jetzt hat er sich für die Oberseite entschieden. Also vorsichtig kann man das wieder bullish sehen. Aktuell, auch wenn der Dollar natürlich insgesamt vielleicht doch nicht das Beste war, um den Yen zu handeln, weil das Beste, um den Yen zu handeln, letzte Woche definitiv das britische Pfund japanische Yen Währungspaar war, was ich auch getradet hatte, was wir auch besprochen hatten. Und das war, finde ich, die beste Entscheidung erstmal. Und weil es die beste Entscheidung auch offensichtlich war, denke ich, dass es auch das ist, wo wir jetzt erstmal in der nächsten oder für die nächste Woche weiterschauen sollten. Also setzen wir unsere Analyse hier fort. Was war jetzt letzte Woche hier gemacht worden oder was konnte man machen? Erstmal vielleicht nochmal kurz im Tageschart gezeigt. Wir haben diesen Einsturz genommen. Wir hatten diesen Ausbruch überlegt zu traden. Das war ja noch hier der Ausbruch am Freitag. Es hat dann so stattgefunden, dass dieser Ausbruch passiert ist. Wir haben das wunderschön getestet nochmal hier am Montagmorgen. Und im Prinzip der Retest, wenn man da eine Buy-Limit gesetzt hat, beispielsweise wunderschön funktioniert, wirklich auch das Wochentief zu erwischen und Kursziel 200 auch wunderschön erreicht worden. Jetzt erstmal alles gut. Mein kleiner Fehler war allerdings, dass ich zu lange gewartet habe und ich habe dann diesen Buy-Limit zu spät gesetzt. Das heißt, ich habe ihn gesetzt, wo wir in der Kerze waren. Also einfach Spekulation, dass er nochmal runterkommt, kam aber nicht, lief davon. Dann hatte man immer noch die Möglichkeit, in einen wunderschönen Triple E im AH4 reinzukommen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und auch der lief dann halt mit ein bisschen schlechteren Einstieg, aber dafür mit der schönen Option zum Nachziehen dann auch bis ins Kursziel. Jetzt haben wir das erreicht, hinterlassen natürlich auch eine schöne Wochenkerze auf der Seite und auch den höchsten Close seit langer Zeit natürlich auch. Und auch wenn wir noch keine
kein neues Hoch gemacht haben und jetzt auch die 200 noch nicht überschritten haben. Trotzdem wäre das natürlich jetzt eine Möglichkeit, diesen Trend eventuell weiter zu handeln. Wie könnte man es tun? Einerseits natürlich wieder so eine Art Korrekturmontag abzuwarten, der allerdings hier nicht wirklich stattgefunden hat in der letzten Woche. Jetzt vielleicht angesichts dieses Widerstandes schon. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wäre natürlich die Fortsetzung des Triple EMAs eine Option. Aber da müssen wir jetzt wieder mal davon sprechen, wir haben das öfters, weil wenn wir am, also wir sind jetzt noch Stand Freitag, wenn wir jetzt am Sonntagabend hier sitzen und wir sehen diesen Triple EMA-Trend, wie der schön gelaufen ist in der letzten Woche. So instinktiv, wenn man so einen Trend sieht, egal wann in der Woche das der Fall ist, würde man ja sofort sagen, ach perfekt, das ist genau der Trend, wo es momentan wunderschön läuft, also werde ich natürlich hier einsteigen. Das ist grundsätzlich nie die schlechteste Idee. Am Sonntagabend allerdings muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn das so ein schöner Trend war, weil es dann oft passieren kann, dass wir dann diese Frühwochenkorrektur haben. Und Frühwochenkorrekturen können dazu führen, dass Triple EMAs mal kurzzeitig zusammenklappen. Es sei denn, natürlich, Ausnahme gibt es auch, wenn er zum Beispiel die letzte Kerze am Freitag hier oben geschlossen hätte, dann kann natürlich trotzdem sein, dass er dann am nächsten Montag oder Dienstag vielleicht wieder zum Zehner zurückfindet im Zuge des Korrekturmontages. Jetzt sind wir allerdings nicht ganz so weit weg. Also jetzt ein bisschen runterkommen hätten wir schon den 20er, also würde ich einen neuen Einstieg hier eher nicht mehr machen wollen, sondern eher einen Timeframe runterspringen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass wir hier auch im D1, wo wir jetzt aktuell sehr weit weg sind, bereits einen Test hatten hier, wunderschönen 10er, 13er erwischt und den 20er in Ruhe gelassen, seit er hier wieder aufgeflammt ist. Also das Aufflammen war, nachdem er jetzt hier den 50er berührt hat, wieder rauf, alles flechtet sich wieder auf. Ein Test, ein neues Hoch, das war bereits hier der Fall. Und jetzt ist der ja in diesem Fall bestätigt worden. Und jetzt sind wir hier natürlich ein bisschen weiter weg davon noch, aber gerade das wäre vielleicht die Distanz, die für einen Korrekturmontagstrade interessant wäre, um da jetzt ein Level zu finden. Und wenn wir jetzt mal überlegen, jetzt würde der 10er ja so ungefähr in der Geschwindigkeit hochkommen und dann sind wir morgen schon irgendwo hier, dann sind wir zwar noch circa 140 Punkte davon entfernt, wenn das aber ein bisschen korrigiert, der 10er hochkommt, könnte man hier vielleicht auch im D1 noch einen Einstieg kriegen und wir wüssten dann auch, wenn wir wirklich in D1 reinkommen würden und der würde ausgestoppt werden, dann wäre wirklich wieder bis hier runter irgendwo gekommen, dann wissen wir auch, dass wir dann zumindest auch unseren Stopp von dem Long Trend oder Long Trade an einer Stelle haben, wo der Trend auch in dieser Form nicht mehr so gültig ist. So, jetzt habe ich hier noch zwei Kommentare, bevor wir weitergehen zum nächsten Chart. Der Alex schreibt ja, hallo Mario, Ton ist da, danke nochmal für die Bestätigung. Was hältst du von Brent und Gold auf langfristiger Sicht, also den Ölpreis Brent und Gold? Ich schaue mir das gleich an, gerne. Ich denke, Brent wird leider out werden, aber Gold dafür steigen. Schauen wir es dann gleich an. Ich lasse das im Hinterkopf. Matthias schreibt, ich bin spät dran, musste noch meine lange Wanderung, circa 900 Kilometer, auf dem Camino del Norte vorbereiten, bis dann mal in 6 Wochen. Also er ist dann mal 6 Wochen wandern. Ah, schöne Grüße. Ja, Matthias ist ja der beste Trader, der tradet das ganze Jahr und dann geht er aber zwischenzeitlich einfach mal 6 Wochen wandern und nimmt keinen Laptop mit und kein Handy mit, soweit ich das weiß, zumindest zum Traden. Da wird Trading eingestellt und dann tradet er wieder und dann tradet er auch gut. Also auch so kann es gehen. Ist immer ein sehr beruhigendes Vorbild auch, der Matthias, für alle von uns, glaube ich. So, machen wir weiter und gehen jetzt zum US-Dollar-Cut, haben wir schon gesagt. Das ist jetzt nichts, was jetzt wirklich interessant ist. Da möchte ich mich eher raushalten. Beim Euro-CHF eben nochmal zu dem Setup ganz kurz. Also ich werde auf jeden Fall jetzt aus längerfristigerer Sicht erstmal wirklich warten, dass er auf diesen Widerstand kommt. Habe jetzt nicht so das große Interesse, auch wenn es natürlich verlockend ist, hier zu traden, aber man muss sich überlegen, als wir hier unten waren, war es noch nicht so klar, ob es ein Aufwärtstrend ist, dann wurde es langsam klar. Kaum war dieser Ausbruch da, gab es hier so eine Seitwärtsrange von 170 Punkten, die ziemlich unangenehm war und eigentlich sind wir erst am Donnerstag ausgebrochen, jetzt wieder und am Freitag ein Stückchen weiter und stehen jetzt so kurz vor dem Widerstand, wo ja auch die Parität mittendrin ist. Also da ist wirklich ein ganz wichtiger Widerstandsbereich. Das ist vielleicht für diejenigen, die jetzt nochmal spekulativ shorten wollen würden, langfristig eine Option, dass man sagt, gut, geht mal halt short und setzt den Stopp hier 250 Punkte höher und wenn es schief läuft, dann haben wir eh gleich das große Long-Signal, dann macht Sinn rauszugehen, aber wenn es wieder zu den Tiefs zurückfindet, habe ich schon 670. Sowas könnte man machen, wenn man daran glauben würde. Aber ansonsten, wenn man daran glauben würde, dass es nach oben geht, dann wäre es auf jeden Fall am sinnvollsten erstmal den Bruch dieser Trendlinie abzuwarten. Ist ein schönes Stück. Natürlich nur 2 Berührungen, darf man nicht vergessen. Das, was sie für mich wert macht, ist ja halt, was sie wirklich die äußerste ist, die man überhaupt zeichnen kann. Was sie auch ein bisschen aufwertet, ist die Tatsache, dass sie sich hier kreuzt mit der Parität und einigen auch visuellen Widerständen. Und drittens natürlich kann schon sein, dass wir jetzt im Zuge dessen, die vielleicht noch ein drittes Mal testen, runterkommen und dann haben wir wirklich 3 Berührungen und dann erst den Ausbruch machen. Das wäre sowieso am besten, auch hier nochmal kurzfristig eine Bestätigung davor zu bekommen. Aber es ist ein Setup der Kategorie, braut sich noch zusammen, könnte sich auch ganz anders zusammenbrauen, aber vielleicht wird's was.
Ich zeige mal ein Beispiel. Ich mache die Kryptos ja gern zum Schluss, aber das erinnert mich jetzt gerade an das Beispiel im Ethereum-Chart. Da erinnert ihr auch noch an diese Trendlinien-Situation. Über die müssen wir eh heute reden, weil das hat auch mit letzter Woche zu tun. Da haben wir auch so ein Setup gehabt. Fast eine ähnliche Situation, jetzt ein bisschen wie beim Euro-CHF, nur dass das jetzt hier einen anderen Timeframe ein bisschen ist und eher eine Flagge vielleicht ist und eine ganz andere Situation ist, ja nicht so diese Abwärtstrends, sondern eher die Korrektur eines Aufwärtstrends. Aber trotzdem, da waren wir auch hier und haben die gezeichnet und auch gesagt, naja, da gibt es zwei Berührungspunkte, aber es ist halt vom Hoch runter die äußerste, die man zeichnen kann. Auch da gleiche Situation, da jetzt war jetzt nicht die Parität, aber der 50er Daily und dieser visuelle, deutlich sichtbare Widerstandsbereich, auch so ein Cluster. Und da haben wir auch Tage davor gesprochen, bringt jetzt nichts zu warten, wir erstmal, bis er durchbricht. Gut, wäre man unvernünftig gewesen, dieses eine Mal, hätte man dieses eine Mal natürlich gut gewinnen können, verständlicherweise. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man dann das jedes Mal so macht, dann verliert man wieder so oft auf der anderen Seite, dass man da, also dass da der Gewinn dann auch nicht viel hilft. Also passt das schon mit dem Warten, aber trotzdem seht, dann haben wir gewartet auf das Setup und es war nicht falsch, definitiv nicht. Einziges Problem war, ist er zu hoch raufgekommen. Also das war auch von der Bewegung her viel zu schnell. H4 Close war auch schon viel zu hoch, um da noch einen sinnvollen CRV-Trade hinzukriegen. Selbst im H1, wenn man sieht, das war viel zu hoch. Also da hatte man einfach keine Möglichkeit, dass am Ende kommt es dann doch anders. Aber es war halt auch so dieses Zusammenbrauen lassen vom Setup. Und wenn es so läuft wie hier, dass es einfach davonläuft, ist zwar schade auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat man gleich auch die Bestätigung, ja gut, jetzt ist es wirklich aufgegangen. Dann kann ich mir halt andere Einstiege suchen. Beim Ethereum war natürlich die Option da, vielleicht Triple EMA zu versuchen. Es gab einen Rücklauf, es gab einen zweiten, wurde dann allerdings nichts daraus, weil leider nicht die Option, das so zu machen. Es war so ein Trade, der zunächst ganz gut wirkte, aber dann leider ausgestoppt worden ist. Aber ansonsten, was mir trotzdem gefällt, ist an der Situation, wie der Chart aussieht. Die Wochenkerze ist natürlich grandios, wie die aktuell aussieht. Es ist so, dass auch der Durchbruch von diesen Widerstandsbereichen jetzt gleich nochmal gelungen ist, hier darüber. Und natürlich jetzt mit diesem Ausbruch, den wir hier hatten am Dienstag, nach oben und jetzt, dass wir die ganze Woche herumgestanden sind, wäre es natürlich jetzt aus Sicht des Wochenendes vielleicht eine interessante Möglichkeit, wenn man diesen Bereich hier, ich versuche es mal im H4 vielleicht zu zeigen, ja, hier sieht man es eigentlich hier ganz gut, also hier sieht man diese Hooks und hier ist er dann drüber und jetzt ist er hier so ein bisschen im Seitwärtsbereich und es kann schon sein, dass er diese Marke noch ein paar Mal anläuft. Also wenn er jetzt, selbst wenn er jetzt ein bisschen höher kommt, ist es vielleicht doch die beste Variante, wenn man nochmal hier kurze oder mittelfristigere Einstiege sucht, dass man sich die Einstiege eher so im Bereich von 3680 holt. Beim Stoppen, ja, da hat vielleicht dieser Einsturz dann letzte Woche auch was gebracht. Da haben wir wenigstens ein Stopp-Level, was wir geschenkt bekommen haben vom Markt. Also so ein kleines Extrem-Level, so mit ein bisschen übertriebener Volatilität, das einfach mal sich hier so reingestochert hat. Also unter diesem Punkt könnten wir dann den Stopp setzen. Der 50er H4 wird vielleicht auch dann bis dahin noch drüber sein. Also da könnte man dann für so einen kurzfristigen Trade nochmal einen halbwegs sinnvollen, aber trotzdem recht engen Stopp finden, weil hier haben wir dann so ungefähr $160 bis zum Hoch sind's dann 260, also das ist schon mal für so ein erstes Kursziel, glaube ich, ganz okay. Also das sind eher so die Optionen, aber jetzt will ich, wenn wir schon dabei sind, gleich die Kryptos weitermachen. Bitcoin ist ja auch noch da und Bitcoin hat ein bisschen eine schlechtere Wochenkerze am Ende hinterlassen, auch wenn er jetzt am Wochenende sich wieder etwas stabil eigentlich verhalten hat, aber trotzdem, Wochenkerze ist ein bisschen vom Hoch zurück. Wir dürfen aber nicht vergessen, der eigentliche Ausbruch war ja auch hier der Fall. Der war wesentlich leichter zu erwischen, wie ich finde, vom Setup, deswegen habe ich ihn auch mitmachen können und zwar einfach dieser Ausbruch hier mit dem Desk bereits, was letzte Woche passiert ist. Und das hat sich auch jetzt erstmal letzte Woche hier ganz gut weiterentwickelt. Gleich am Montag ging es hoch auf die 69, also das erste Kursziel schon geholt, oder die 71, dieser Bereich, je nachdem, wo man es gesetzt hatte. Das Ganze wurde dann berührt am Dienstag, wirklich auch so den Bereich des Allzeithochs geküsst, also wirklich nur dran geschnuppert eigentlich, könnte man sagen, und dann doch wieder zurückgekommen. Allerdings doch am Donnerstag, trotz dieses Einsturzes am Freitag wieder recht schnell hochgekauft worden. Also das hat auch am Wochenende gut gehalten. Also das heißt jetzt in diesem Fall, wenn man jetzt die Chance auch genutzt hat, ja, gerade diejenigen, die vielleicht dann die längeren Aufwärtstrends hier Anfang des Jahres schon gehandelt haben und bei 69 da, die Einstiege oder die Ausstiege hatten, die Kursziele hatten, jetzt waren natürlich schon wieder Möglichkeiten, dass man sich bei ca. 60.000, 58.000 hier zurückkaufen konnte. Es hat sich ja Gott sei Dank auch hier so eine Support-Ebene gebildet gehabt, wo man immer wieder Chance hatten, nochmal aufzustocken. Also für die langfristigen Trades jetzt natürlich gut. Allerdings auch dadurch, dass wir oben noch nicht drüber sind, immer noch möglich, dass wir jetzt auch hier weiterhin seitwärts laufen. Also es wäre nicht auszuschließen, hier unten nochmal einen Einstieg zu kriegen unter Umständen. Also bevor man jetzt hier irgendwie oben Kurzschlusshandlungen macht und irgendwie reingeht, macht es vielleicht mehr Sinn, einfach hier unten Buy-Limit hinzusetzen, mit dem Stopp dann vielleicht auch unter diese Marke, die der Markt uns hier geschenkt hat, ist ja die gleiche Situation. Ich mache da auch nochmal sowas hin, dass man sieht, also hier dieser Bereich, dass man so als Stufe nehmen kann, wenn man hier die Einstiege sucht, dass man mit circa
das sind so um die $4,500 pro Coin reinkommt. Allzeithoch wäre dann circa 1300 entfernt. Nein, nicht 1300, 1300, wer ist entfernt? Nein, 13.000 sogar. 13.000 entfernt, also ungefähr das Doppelte. Und wäre sicher die Option einfach, anstatt jetzt hier, wie ich gesagt habe, Kurzschlusshandlungen zu machen und jetzt lieber rein, bevor man es versäumt, stattdessen diese Energie lieber so zu bündeln, dass man hier unten einfach einen wohlkalkulierten Einstieg mit einer Buy-Limit-Order macht. Und wenn der kommt, hat man natürlich eine tolle Entscheidung getroffen. Wenn er nicht kommt und der würde jetzt wirklich schneller als gedacht da oben raussausen über die 74.000 drüber und dann davon gehen, dann würden wir auch ganz bestimmt wieder schöne Trendmuster haben, so wie es hier war, wo man dann sicher auch mit engeren Stops, dass es sich dann auch noch lohnt, vielleicht sogar auch Triple EMAs und so weiter auch Trendtrades machen kann. Also deswegen würde ich hier oben jetzt nichts mehr dazu nehmen. Allerdings die Möglichkeit ist definitiv da. Monat schließt er jetzt auch. Wir wissen ja auch, dass die Monatskerze im Mai, April, die war ja nicht die schönste. Das war die erste wirklich rote wieder. Wenn die jetzt gleich im Mai wieder aufgeholt werden würde und wir vielleicht sogar noch drüber schließen könnten, müsste gar nicht viel sein. Einfach ein bisschen höher. Und dann wäre das wirklich wieder auch ein deutliches Signal für Fortsetzung und vielleicht dann auch ein Signal, dass er dann auch endgültig durch diese Allzeithochebene durch ist, weil dieser ganze Bereich so um die 69.000 rum. Das waren ja auch natürlich die Bereiche, wo wir die alten Allzeithochs hatten und wir sind zwar drüber gekommen, aber definitiv nicht nachhaltig, nur so rein halt vom Close her waren wir halt mal drüber, eine gewisse Zeit lang, aber wirklich davon entfernt haben wir es noch nicht und das würden wir natürlich jetzt gerade, wenn jetzt ein Close, Monthly Close oberhalb von 75 kommen sollte, das wäre natürlich ein deutliches Signal und auch ein interessantes Signal dann auch für weitere Trend-Trades im Juni und das heißt auch, wenn man jetzt nichts hat, nicht jetzt ärgern, dass man nichts hat. Es können neue Chancen kommen. Und wenn diese neuen Chancen nicht kommen sollten, dann ist eh gut, dass man nichts hat. Und vor allem, dann kommt es auch vielleicht wieder tiefer und dann kann man vielleicht wieder weiter unten bessere Einstiege kriegen. Und somit erstmal, wer Bitcoin sagt, also ich habe meine Trades Stopps nachgezogen. Jetzt sehen wir mal weiter, wie es läuft. Und dann werden wir ja sehen. Ja, gehen wir weiter vielleicht gleich zu den Indizes, bevor wir dann auch zu den Rohstoffen kommen. Und da fange ich jetzt an mit dem, ja, mit dem Trauerkandidaten zuerst in diesem Fall. Das ist definitiv der Dow Jones. Und der Dow Jones, also das ganze Bild, was sich durch die Indizes gezogen hat, das muss man wirklich sagen, es gibt Riesenunterschiede, wenn man sich die Freitagskerze vom Nasdaq anschaut und die Freitagskerze vom Dow Jones anschaut, also er hat sich zwar stabilisiert am Freitag ein bisschen, aber er kam nicht wirklich hoch, während der Nasdaq fast schon wieder Höhenluft schnuppert und es ist einfach das Trauerspiel, dass diese 40.000 nicht geknackt worden sind. Und ich habe immer jetzt ja die letzten Wochen, als wir jetzt in der Situation waren, also letzte Woche auch schon bei den ganzen Analysen immer gesagt, ein bisschen aufpassen bei den Indizes, weil auch wenn wir zum Teil im S&P 500 und vor allem im Nasdaq eigentlich sehr schöne Trends gesehen haben, auch im H4, muss man trotzdem ein bisschen aufpassen, weil solange der Dow auch nicht noch zusätzlich über diese 40.000 rausgeht, wird es natürlich schwierig werden, vielleicht für die zu steigen. Da müssten wirklich Einzelwerte da wirklich outperformen und deren Vorteil verschaffen, aber trotzdem, der gesamte US-Aktienmarkt, so wie er funktioniert, ja, der atmet ja über den Dow irgendwie auch. Das ist so eine ja, Identität eigentlich fast dafür und natürlich ein Dow über 40.000, das würde natürlich auch eine ganz andere Stimmung an den Börsen auslösen und das wäre natürlich schön gewesen, wenn das gebrochen wäre, es hätte diese Trades vielleicht noch zusätzlich beflügelt oder wäre auch eine Konsequenz daraus gewesen. Aber trotzdem, es ist auch eine Gefahr gewesen natürlich, dass da plötzlich ein Sell-Off passiert in irgendeiner Form, weil der Widerstand hält und dann natürlich der Trend bei den anderen auch ein bisschen schwächer wird. Also was klar, Trends kann man ja folgen, aber trotzdem ein bisschen zumindest vorsichtiger sein. Und deswegen habe ich erstmal den WS30 nicht getradet, verständlicherweise. Ich würde ihn jetzt vielleicht traden, wenn er über 40.000 geht, würde mich das einfach interessieren. Aber ich habe den natürlich erstmal nicht getradet, sondern nur S&P und Nasdaq und da war ich vorsichtig oder dort war ich vorsichtig. Und das waren diese Triple EMA-Trends, die ich gehandelt hatte, vorsichtigerweise und auch da gab es dann leider am Donnerstag so diesen Einsturz dann am Nachmittag, den mich dann auch rausgekickt hat. Wurden da schon Teilschließungen genommen, eine halbe Position teilgeschlossen, eine halbe Position ein bisschen nachgezogen gewesen, kein wirklicher Gewinn drin gewesen, aber wenn ich mir dann auch wieder vorstelle, wie der Chart ausgesehen hat, reicht mir das auch. Ich meine, wenn ich einen Trade aufmache, einen Trend-Trade, auch hoffe ich mir natürlich in irgendeiner Form einen großen Gewinn, verständlicherweise, aber wenn der Trend nicht wirklich weiterläuft und dann solche Wendungen hinnimmt und im Prinzip dann hier wir am Freitag zum Schluss trotz dieses Anstieges wieder auf dem Niveau waren vom 16. hier. Also das heißt, der ist eigentlich nirgends hingelaufen, so gesehen. Auch Wochenkerze, wenn man sie anschaut, er ist letzte Woche nirgends hingelaufen. Ganz
am Endstand wieder. Und wenn ich dann einen kleinen Gewinn wenigstens rausholen könnte, kann ich mich ja trotzdem freuen. Weil wenn ein Trend nicht da ist, wie soll ich denn das Geld verdienen? Fatal wäre nur, wenn jetzt der Trend läuft und ich würde kein Geld verdienen, weil ich in der zuschaue oder weil ich in die falsche Richtung trade die ganze Zeit oder meine Stops falsch gesetzt habe und so. Das ist fatal. Aber in so einem Fall passt das schon. Man konnte ein bisschen was rausnehmen. Jetzt für die neue Woche zum Traden. Allerdings sieht es auch hier schwierig aus. Also H4 will ich jetzt hier ehrlich gesagt keinen Trade mehr machen, nachdem es jetzt hier gelaufen ist. Auch wenn es jetzt nicht unprofitabel war, aber trotzdem war es nicht angenehm. Jetzt hat sich so ein bisschen D1 bestätigt, auch nochmal der Test des alten Hochs hier an der Stelle. Also das kann man nochmal hier zeigen, dieser Ausbruch. Es war ja mal ganz kurz ein Allzeithoch der Bereich, aber das wurde jetzt auch nochmal hier getestet mit dem 10er. Wäre vielleicht nochmal eine Option, eher sich dafür zu interessieren. Hierfür bräuchten wir allerdings erstmal ein neues Hoch, dass wir den zweiten Rücklauf handeln könnten. Also heißt ein bisschen Geduld. Gut, aber könnte so ein längerfristiger, mittelfristiger Plan sein für die nächsten paar Tage und Wochen, wenn es mal so weit kommt. Dann nochmal, bevor ich zum nächsten komme, trotzdem auf die Monatskerze geschaut, die ja bald enden wird. Die könnte, je nachdem natürlich, wie es die nächste Woche läuft, trotzdem ein sehr deutliches Signal geben. Also wäre natürlich auch ein weiterer Anstieg vielleicht charttechnisch auch drin. Und somit lohnt es sich vielleicht auch zu warten. Ich hatte ja auch diese Projektion hier schon gemacht. Ich zeige das nochmal kurz. Also wo haben wir hier den richtigen Knopf? Nein, das ist der falsche. Moment. So, jetzt. So, das ist ja diese Korrektur gewesen und die jetzt sehr schnell wieder zurückgekommen ist. Und es wäre natürlich, dass der Test, also Setter dahinter wäre, dann hätte man eher den Einstieg hier gefunden oder vielleicht nochmal, wenn man ihn nehmen könnte, da könnte man auch ohne Triple EMA rein, theoretisch, weil es jetzt eher ein so ein klassisches Retest-Ding ist. Und auch wenn man es jetzt mit einem nachträglichen Triple EMA versuchen möchte, dieses Setup würde uns ja Kursziele irgendwo hier oben bei 5, 6, 17 geben, die realistisch wären, einigermaßen. Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel erst auf neue Hochs warte und dann warte ich auf den Rücklauf und dann komme ich vielleicht irgendwo hier rein und habe dann einen Stopp von, schätzen wir jetzt mal, 50 Punkten, irgendwo so, dann habe ich bis hier rauf immer noch circa 230 Platz. Also es eilt ja nicht unbedingt. Also es kann ruhig ein langfristiger Plan werden. Wobei natürlich dieses Setup aber auch nicht uninteressant ist. Wenn man jetzt kurzfristig sich vielleicht aber interessiert, dann würde ich eher auf Nasdaq gehen, der nämlich insgesamt in dieser ganzen Bewegung um einiges stabiler aussieht. Da sieht man jetzt auch nochmal die Wochenkerze hier wirklich. Der ist tatsächlich wohin gelaufen. Nicht so wie der Nasdaq. Na gut, nicht so wie der S&P. Gut, der Dow Jones ist auch wohin gelaufen, aber halt in die andere Richtung. Also wir sehen jetzt auch diesen Gegensatz. Das müsst ihr euch mal anschauen hier. Wochenkerze Dow Jones, Wochenkerze Nasdaq. Ja, man sollte tatsächlich in die Tech-Industrie glauben. Ja, da ist einiges jetzt an Geld, was dort verdient wird. Und das sieht man auch. Und somit auch der Trend, er sieht jetzt wieder relativ stabil aus, wie ich finde. Wenn ich jetzt auch das letzte Jahr zurückschaue, war hier ein bisschen schwierig um die Allzeithochs auch rum und dann dieser Rücksetzer auch, aber hier die gleiche Geschichte, da sind wir ja letzte Woche schon durch, jetzt geht's weiter und da ist es aber so, dass dieser Triple EMA H4 Trend auch nicht funktioniert hat, denn der Einstieg, den wir noch vom letzten Freitag hatten, wir hatten den besprochen hier auch letzten Sonntag, der ist dann leider hier rausgekommen mit einem leichten Plus, auch da gab es Teilschließung ähnlich wie beim Nasdaq, da ärgert es mich ein bisschen mehr, weil der Trend vielleicht noch schöner wäre, aber auch schön, wenn der Chart nicht viel läuft, man kriegt ein bisschen was raus, freut mich das. Triple EMA D1 wäre vielleicht eine Option hierfür, trotzdem wieder. Allerdings haben wir hier den Test nie gemacht, also muss ich hier ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen und um ehrlich zu sein, das Einzige, was mir jetzt hier einfällt, ist den 50er H4 zu nehmen. In ganz seltenen Fällen nehme ich ja auch den 50er auch mal für den Triple EMA mittlerweile ran, allerdings nie als Einstieg verständlicherweise, sondern nur als Stop-Loss, weil wenn ich den als Einstieg nehmen würde, wo ich jetzt einen Stopp hin habe, keinen EMA mehr in dem System drin, also werdet ihr sich nicht noch einen dazu erfinden. Aber zum Beispiel, wenn wir sehen, auch wie schön der 50er hier gehalten ist, also auch so ein bisschen wie die Trendlinie aktuell läuft, könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel auch nochmal sichere Rücksätze hatten wir auf den 13er oft genug hier, dass man vielleicht nochmal den Rücksetzer auf den 13er abwartet, Stopp hinterm 50er nachzieht. Das wäre vielleicht so eine vorsichtige Variante, mit einem circa 150-Punkte-Stopp recht eng gestoppt reinzukommen. Ein bisschen erhöhtes Risiko vielleicht, was doch ein bisschen aktionistisch ist, wie ich finde. Aber zumindest, bevor man nichts macht oder dann was ein Blödsinn macht, denke ich, das ist eine Option, dass man diesen Trend folgen könnte, wenn er denn tatsächlich in dieser Geschwindigkeit weiterläuft. Aktuell sieht es ja danach aus. Und für 150-Punkte-Stopp, die man auch nachziehen kann, natürlich jetzt mit jeder H4-Kerze, wenn man das Potenzial anschaut, schauen, was wir hätten. Und da muss ich jetzt ja nicht gleich von 20.000 Punkten reden, aber zum Beispiel, wenn ich sowas wie 19.000, bisschen höher als das bisherige Hoch anschaue, vom jetzigen Stand sind da schon wieder 300. Also ich habe für recht nahe Kursziele schon gute CRVs. Wenn er dann wirklich weiterläuft, einen großen Trend draus macht,
durchaus denkbar, dass wir da noch weitere Chancen kriegen. Und den Triple EMA D1 werde ich mir aber trotzdem im Hinterkopf behalten, weil letztes Jahr ungefähr vor der und zu der Zeit, da war ja auch so eine Option, dass wir hier raus sind und es erstmal der H1 so ein bisschen davongelaufen ist. Und also der D1 ein bisschen davongelaufen ist, also da hier zu dieser Zeit eigentlich, das war der Mai. Das war hier dieser, ich musste so weit geht das zurück. Ich will ja gar nicht so viel von der Vergangenheit sprechen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass nur was einmal hier in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, dass es wieder gehen muss. Aber ich erinnere mich, das war auch Ende Mai letzten Jahres. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Da ging es so in den heißen Sommer los. Ja, sell in May and go away galt plötzlich nicht mehr. Also müssen wir doch was tun. Und dann war ich auch in der Situation, dass ich mir noch überlegt habe, ja, das wäre eigentlich hier ein schöner Triple EMA D1. Aber es gab keinen Rücklauf, seit wir hier wieder hochgekommen sind seit dem Ausbruch. Und dann habe ich mich doch dazu entschlossen, den ersten Rücklauf zu nehmen, ausnahmsweise mal, weil ich mir gedacht habe, lieber mit einer halben Strategie zu traden als mit keiner. Und dann hat es am Ende auch dazu geführt, dass ich den Trade dann einige Monate halten konnte und eins der wichtigsten Trades meiner Trading-Performance in dem Jahr wurde. Das heißt jetzt nicht, dass ich so wiederholen würde. Auf der anderen Seite 1% mal riskieren dafür, dass man vielleicht den Trade des Jahres macht. Naja, wobei den Trade des Jahres haben wir schon in Kryptos wahrscheinlich die meisten. Aber trotzdem wäre natürlich das Risiko vielleicht wert, einfach so zu sprechen. Und auch da geht es jetzt darum. Jetzt haben wir gerade den Ausbruch erst gemacht. Jetzt geht's ja eigentlich erst wirklich los. Und jetzt könnten wir uns dann doch überlegen, den ersten Rücklauf auch zu nehmen. Aber ich denke trotzdem, ich werde es erstmal versuchen, so weiter zu traden. Wenn der H4-Trend gut läuft, vielleicht kann ich irgendwann mal die Stopps so nachziehen, dass ich sie dann hinterm 20er die 1 einfach nachziehe, wenn er mich lässt. Aber ansonsten wäre das meine zweite Option, hier einen möglichen Trade zu finden. Ja, und jetzt bleiben uns eigentlich, da wir jetzt die Kryptos auch schon haben, eigentlich nur noch die Rohstoffe übrig, wo es aber auch einige interessante Sachen gibt. Gehen wir erstmal zum Gold. Und das Gold natürlich auf der einen Seite, es hat wirklich einen deutlichen Dämpfer hinnehmen müssen, was jetzt nichts Ungewöhnliches ist. Wir wissen ja, Gold ist ja, hat viele überrascht, definitiv. Also gut, überraschend, wenn man sich die ganze Situation auf der Welt anschaut, überrascht es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem, am Ende ging es irgendwie, finde ich, recht zackig und schnell. Und jetzt natürlich, Gewinnmitnahmen sind überall und kommen. Deshalb auch natürlich jetzt klar, dass wir ein bisschen runter sind. Ich bin aus Long Trades dann am Ende raus, habe da zwei Drittel meiner Position mit den Teilschließungen holen können. Ein letztes Drittel wurde dann ausgestoppt. Bin jetzt erstmal zufrieden. Da ging es noch um diesen Ausbruchstrade, den wir hier besprochen hatten. Der war zu jedem Zeitpunkt noch schön. Jetzt haben wir aber hier so eine Art Double Top. Ich will jetzt nicht short gehen, auf keinen Fall. Ehrlich gesagt, bin jetzt eher gespannt, wie die Monatskerze aussieht, weil die Monatskerze, die könnte, wenn er jetzt ein bisschen hochkommt in der folgenden Woche, nochmal richtig bullish werden, oder sie könnte richtig hässlich bearish werden, wenn die nur ein bisschen runterkommt mit einem langen Docht, vielleicht wird sie sogar rot. Also das heißt, da ist wirklich so, habe ich das Gefühl, da ist die große Entscheidung jetzt auf Monatskerzenbasis im Kommen, und da wird es vielleicht auch gar nicht mal so uninteressant sein, einfach diese Woche zu warten, wie dieser Monthly Candle Fight ausgeht, und dann vielleicht erst in der nächsten Woche dann wieder reingehen, wenn der neue Monat beginnt, auf die dementsprechend Art und Weise. Wenn er steigt, wird sich wahrscheinlich eh wieder kurzfristig irgendein schönes Trendmuster ergeben, denke ich mal, war jetzt ja immer so. Wir hatten da einige Möglichkeiten gehabt. Vielleicht auch irgendwie den Ausbruch dann über die 2430 handeln, im kurzfristigen Sinne dann irgendwie mit einem kleineren Setup. Wir werden sehen, wenn es jetzt noch schnell nach oben kommt und wenn es nach unten gehen sollte jetzt in der Woche und es wird wirklich so eine komische Umdrehkerze draus, dann wäre es nicht undenkbar, dass wir nochmal zumindest, muss jetzt nicht unbedingt dem Bereich hier sein, bei, also ihr wisst ja, das ist ja das Fehlausbruchshoch damals gewesen, muss jetzt nicht unbedingt das alte, also der 2073er Bereich werden, aber so grundsätzlich diesen Bereich, dass wir den dann nochmal anlaufen könnten. Also stellt euch mal vor, die Kerze wäre jetzt rot mit so einem Docht nach oben und so, dann ist das ja nur wirklich ein kleines Ding, wo er sich runterkämpfen könnte, und dann kriegen wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal die Chance, vielleicht bei 2150 einzusteigen, mit den Stops dann vielleicht sogar knapp unter 2000 längerfristig, und dann wirklich zu, wenn er jetzt wirklich möchte und wirklich Richtung 3000 laufen möchte, dann bin ich gern dabei, aber natürlich, dann brauche ich auch einen guten Einstieg, einen guten Plan, und kann nicht einfach so auf irgendeine Art und Weise da weitermachen. Da hat der Matthias uns noch reingeschrieben, Gold D1, schauen wir nochmal, 34er, ja, okay, Matthias, du hast recht hier. Gold haben wir natürlich einen Triple EMA mit dem 34er. Hier kam er jetzt wieder. Also theoretisch wäre es ein gültiger, keine Frage. Aber mir gefällt irgendwie das nicht, dass diese zwei Hochs so nah beieinander sind. Deswegen gefällt mir einfach das Muster nicht an der ganzen Geschichte. Und das in Verbindung auch mit der Wochenkerze, da wäre ich jetzt eher vorsichtig. Wenn es wirklich hochtickt und wirklich am Ende erst der 34er war und der würde jetzt hochlaufen, bumm, ja, dann würde ich sagen, gut, dann ist er jetzt für mich bestätigt worden, halt erst jetzt. Und dann würde ich halt einfach dann
einen folgenden Test des 34ers holen. Dann haben wir eh Luft nach oben genug und dann haben wir sicher auch Möglichkeiten. Aber grundsätzlich hier ist eine Entscheidung noch ausstehend. Beim Öl, da ist mal wieder das alte Spiel gewesen. Erst dachte man, oh, jetzt geht er nach oben. Und dann dachte man sich, oh, jetzt geht es nach unten. Also dieses Hin und Her. Ich bin ja auch aus dem Öl-Trade raus. Ich habe das ja auch letzte Woche gesagt. Ich war ja erst short drin durch den Bruch und habe mir dann gesagt, so, wenn der über dem 50er Weekly schließen sollte, dann werde ich rausgehen. Dann aus dem Short, dann bin ich auch rausgegangen, kleineren Verlust genommen, nicht den vollen. Und naja, also im Laufe der letzten Woche waren wir dann plötzlich unten. Das Ganze war vor allem hier dann am Donnerstag und auch am Freitag zum Teil noch so, dass ich mir gedacht habe, ja, könnte ja doch sein, dass es besser gewesen wäre, den Short drin zu halten. Ich habe es keine Sekunde bereut, weil ich hatte da wirklich jetzt dadurch, dass ich da aus diesem Öl raus war, den Kopf weg vom Öl und hatte dann halt die Chance, ein paar andere Trades zu machen, eben angesprochen im britischen Pfund, Yen, diese Sachen im Dollar, nicht im Dollar, in den Indizes und auch bei den Kryptos ein bisschen was mitzunehmen. Und das hätte ich vielleicht nicht machen können, wenn ich mich die ganze Zeit auf dieses Öl fokussiert hätte und ihn dabei zugeschaut hätte, wie er halt so ein bisschen hin und her pendelt. Und trotzdem, es wäre dann zumindest im Plus gewesen, schon so 200 Punkte, aber dann habe ich am Freitag doch wieder so ein bisschen die Bestätigung bekommen, dass es die richtige Entscheidung war, weil am Freitag hat es sich doch wieder nach oben entschieden und so klar ist jetzt der Ausbruch aus Wochenstart auch wieder nicht. Also weiterhin seitwärts, weiterhin ein gefährliches Feld und ich wiederhole auch ein weiteres Mal wieder mein Zitat, dass man Öl handeln sollte, wenn es Chancen gibt und wenn es Öl keine Chancen gibt, dann sollte man es wirklich ganz weit von sich wegschieben, weil sonst hilft das Ganze nicht. Erfolgreiches Öltrading funktioniert für mich seit eh und je so. Trade es, wenn man eine gute Chance hast und lass es wirklich in Ruhe, wenn du es nicht hast, weil nur dann kann man auch langfristig Gewinn machen, weil Öl nimmt einfach so schnell das Geld wieder. Das macht eigentlich der ganze Markt, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Öl ist da oft am gemeinsten und deshalb versuche ich meine Trades zu machen. Hin und wieder kommt einer, dann läuft einer gut, dann passt das wieder, dann läuft vielleicht auch mal einer schief, aber ich versuche natürlich das so, dass die Gewinne natürlich bleiben. Aber wenn ich wieder sowas sehe wie hier, lieber Rückzug, mich auf anderes besinnen und hier kein Geld verbrennen, weil irgendwann wird es natürlich wieder mal eine schöne Trading-Chance im Öl geben. Hin und wieder kommt ja eine und hin und wieder sprechen wir ja auch über diese. Und dann will ich da natürlich vorne dabei sein und die auch traden können und auch die Gewinne dann auch behalten müssen, können, dürfen, weil und nicht wieder abgeben müssen an irgendeine Verlusttrades, die dann vielleicht in der Zukunft kommen oder die ich dazwischen vielleicht gemacht habe. Also hier noble Zurückhaltung. Und eine ähnliche Entscheidung musste ich treffen, auch betreffend Silber. Silber war nämlich so, dass der Ausbruch ja gelungen ist. Mit der letzten Wochenkerze hatten wir ja den Ausbruch über die 30er-Zone. Und das war natürlich für mich klar, das ist jetzt, interessiert es mich auch, jetzt muss ich es auch traden, jetzt sind wir wirklich aus dieser Zone, ist nicht allzeit hoch, aber fühlt sich ein bisschen so an und möchte man fast sagen und natürlich den Retest. Und wie ging die Woche los? Gehen wir nochmal hin. Das war so ein bisschen Déjà-vu auch für den, was jetzt den Ethereum-Trade betrifft. Ausbruch viel zu hoch. Und dann erstmal eine hier und eine hier. Und kurzzeitig hatte man das Gefühl, jetzt läuft da einem davon. Aber ich habe mich nicht beirren lassen diese Woche und habe einen Buy-Limit gesetzt auf den Weekly Pivot Point, der ungefähr bei 30 war. Und natürlich, das zeitenweise hatte man vielleicht, oder hätte man das Gefühl haben können, jetzt versäume ich es, gehe mal lieber oben rein und so weiter. Und schnell, bevor man es versäumt, dann macht man ganz oben den Long ohne Stopp auf, was ja viele machen als Fehler. Aber es hat sich gelohnt, das Warten, weil dann plötzlich auch wirklich der Rücksetzer kam. Und der kam am Mittwoch, dann war es schon wieder einiges wahrscheinlicher. Donnerstag dann rein, gleich ins Minus gelaufen, aber zumindest jetzt so insgesamt im Break-Even-Bereich geblieben. Das Erste, was jetzt schon mal an dem Trade, finde ich, gut war und erfolgreich ist, ist einfach die Tatsache, egal wie der ausgeht, ich kann immer sagen, ich bin hier reingekommen und nicht hier oben. Weil die Entscheidung, Buy-Limit zu setzen, war die richtige. Versucht das einfach mal aus, eine gewisse Zeit lang einfach mit Bending-Orders nur zu handeln, einfach anstatt immer so reinzugehen, einfach euch zu überlegen, wo würde ich gern reingehen? Was wäre mein Traum, dass ich einen Preis nochmal kriege? Und dort setzt ihr beide mit hin. Manchmal werden sie kommen, manchmal nicht. Aber wenn sie kommen, habt ihr immer recht gute Trades dann. Und natürlich, wenn ihr zu unrealistisch seid, dann werdet ihr nie kriegen. Wenn ihr zu realistisch seid, dann werden das immer Fehlentscheidungen sein. Also müssen die Analysen schon richtig machen natürlich. Aber in so einem Fall, dieser Ausbruch über die 30er, das war so ein Trade, den ich einfach dann mache auf diese Art und Weise. Aber trotzdem, wenn der jetzt zu weiter unten gekommen wäre, dann hätte ich mir ja Sorgen machen müssen. Deswegen habe ich mir noch gedacht, gut, 30, so der ungefähr der Bereich 30, bisschen tiefer vielleicht noch, würde ich noch hinnehmen. Wenn es jetzt tiefer käme, hätte ich am Freitag vielleicht auch vor dem Wochenende den Stecker gezogen. Man muss aber sagen, man kann ihm diese Kerze ein bisschen verzeihen, diese rote Kerze. Einerseits, weil es doch ein kleiner Rücksetzer ist, im Vergleich mit dem Anstieg, der davor war. Vor allem nach diesen zwei und vor allem nach dieser grünen Wochenkerze natürlich darf er auch ein bisschen runtergehen. Er hatte auch ein neues Hoch in der Woche und er hat zumindest am Freitag nochmal gezeigt, er könnte sich hier an diesem jetzt inzwischen Supportbereich dann nochmal
stabilisieren. Und vom Setup selbst, was wir besprochen hatten, das hat sich nicht geändert. Man kann jetzt theoretisch immer noch reingehen, wenn man das so sieht. Und vom Setup, was wir besprochen hatten, ich muss da wieder ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Wir hatten uns ja ein Kursziel rausgesucht, ein möglichst realistisches. Und das waren diese alten Hochs hier noch aus dem Jahr 2011 und 12 und 13. Und das liegt so in etwa bei 34,50. So als erstes Kursziel einfach mal. Ich will jetzt nicht auf 50 einen Take Profit setzen. Das wäre nicht sehr realistisch. Jetzt erstmal für ein, zumindest jetzt für ein endgültigeres Ziel hinten unter Umständen schon. Aber für ein erstes Kursziel brauche ich was halbwegs realistisches. Und da ist dieser Puffer da. Nach wie vor diese ganzen alten Hochs, das kann man auch noch ein bisschen schöner zeigen vielleicht, also diese ganzen Hochs hier noch aus dem Jahr 2020 und 2021, dieser ganze Cluster, alles, was hier drin war, da hätte ich dann einen Stop, oder habe ich einen Stop-Loss dann von $24 an dieser Stelle pro Feinunze, und dieses halbwegs realistische Ziel bei 34,50 ist dann wenigstens circa 450 weg. Also ich habe dann circa 2:1 oder 440 für 220, so ist es ganz genau. Und so habe ich zumindest ein 2:1 CRV bis da oben einigermaßen realistisch. Auch das bisherige Hoch zum Beispiel wäre jetzt auch circa 220 entfernt. Also ich könnte bei Erreichen oder leichten Überschreiten des bisherigen Hoches, das wir letzte Woche noch hatten, bereits den Stopp nachziehen. Also hier 1:1, 2:1. Und dann kann ich ja auch ein drittes Kursziel haben, was auch gerne dann wesentlich höher ist. Wobei, wo man jetzt, wir müssen jetzt nicht unbedingt 50 da nehmen, wenn ich jetzt wirklich ein weiter entferntes, halbwegs realistisches Ziel noch haben möchte, vielleicht 37,44 ist hier im Monatsstart auffällig. Wenn es noch ein bisschen unrealistischer werden sollte, aber halbwegs im Rahmen, dann 44, und über weiter will ich jetzt erstmal gar nicht sprechen, weil es kann natürlich jetzt auch sein, dass jetzt Gold zum Beispiel auch doch wieder den Ausflug nach unten ein bisschen macht und dann auch sehr schnell Silber wieder unter Druck kommt und einfach wieder in diese alte Seitwärtsphase hin zurückfällt. Vielleicht war das mal einfach so ein kurzer Ausbruch, weil es war ja auch komisch, oder nicht komisch, aber es war halt auch ein Fakt einfach, dass Gold in den letzten Monaten und Jahren sehr stark gelaufen ist und bei Silber halt nicht so viel passiert ist. Und jetzt ist halt Silber einfach, weil halt Gold sowas schon stark war, halt ein bisschen oben drüber gekommen mal. Also ob der Ausbruch wirklich was wird, das ist fraglich. Ich mache nur, weil er halt historisch ist, und ein Silbertrade pro Jahr, den kann man machen, und ein Silbertrade pro Jahr darf dann auch schief gehen, wenn es bei dem bleibt. Und ich werde trotzdem mich hüten, wenn ich jetzt sehen sollte zum Beispiel, dass er jetzt in den nächsten Tagen doch zu tief hier reinkommt und Gold nicht gut aussieht, könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch einer jener Trades ist. Es kommt nicht immer vor, aber einer jener Trades ist, die ich vorzeitig kappe. In der Regel tue ich das nicht, sei denn, ich habe das schon beim Einstiegen den Plan gehabt, so bei Umkehrsignal gehe ich raus oder so, sondern das Teil des Plans ist eine andere Geschichte. Aber in dem Fall auch oft so einfach, wenn ich weiß, jetzt kommt ein deutliches Gegensignal, oder es ist einfach so, dass ich merke, da kann ich mit dem Risiko, was ich da gerade eingehe, und mit der Brainpower, die ich in diesen Trade gesetzt habe und auch setzen muss, und diese Stressbewältigung und alles, was dazugehört, also diese Energie, die kann ich lieber in andere Charts stecken, wo ich aktuell vielleicht mit derselben Energie 3 gute Trades machen kann. Und dann würde ich den auch natürlich zugunsten anderer erstmal rauswerfen. Ja, jetzt sind wir soweit durch für heute wieder. Jetzt noch ganz kurz unsere Hinweise hier zum Schluss, und zwar zunächst als allererstes die nächste Episode von Trading am Sonntag gibt es wieder am 2. Juni, nächsten Sonntag. Wall Street Heartbeat auch nächste Woche, voraussichtlich Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Freitag möchte ich dann die Inflationszahlen machen, dann um 11 Uhr. Also da wird es ein bisschen früher kommen. Und natürlich auch nochmal die Erinnerung an die nächste Ausgabe von unserem Trading Crash Course, ebenfalls auf Zoom. Auch da könnt ihr einfach auf die Webseite von Thrive gehen, auf die deutschsprachige. Dann findet ihr auch den Anmelde-Link, den kostenlosen. Da geht es um Trading Psychologie nächste Woche hier am 29. Mai. Aber man muss sich da extra anmelden. Also wer jetzt in diesem Webinar war, braucht das, ist ein eigener Anmelde-Link. Ihr könnt auch, wenn ihr das gerade jetzt über YouTube schauen solltet, die Aufzeichnung in der Videobeschreibung schauen. Da steht ebenfalls der Anmelde-Link drin. Und jetzt sind wir durch für heute. Ich wünsche euch alles Gute und habt viel Erfolg in der neuen Handelswoche.